Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Ja, ich wollte heute mal etwas entspannteren Stream machen und anfangen mal für unsere zukünftige Siedlung, zukünftiges Dorf, was auch immer das wird, oder auch zukünftige Festung, mal gucken, Ressourcen sammeln. Und dass wir hier auch mal neuere beziehungsweise bessere Kisten kriegen. Ich habe es offscreen nicht geschafft anzufangen, sagen wir mal so. Ich wollte dafür eigentlich einen separaten Charakter weit genug aufsteigen lassen, also von Level her und so, und dann hier einfach sammeln. Habe ich nicht hingekriegt. So, also zumindest nicht weit genug, damit ich anfangen kann. Und dann hättet ihr hier jetzt wahrscheinlich dann eher die anderen Kisten gesehen gehabt, die größeren, die dann aber auch schon blau sind. Und ich habe gesehen gehabt auch, man kann bei ihm hier, bei Balthasar, wo war denn das? Hier, eigene Miasma-Seelen machen. Dafür braucht man nur 10 Miasma-Sporen und 10 Miasma-Flüssigkeit. War das vorher auch da? Das weiß ich nämlich nicht. Ob das vorher auch schon da war. So, aber ich wollte anfangen mal. Womit fangen wir an? Was brauchen wir als allererstes? Was ist wichtig? Beziehungsweise als allererstes reparieren wir mal unsere Sachen. Da haben wir die Werkbank. So, einmal repariert. Wie sieht es hier eigentlich mit dem Essen aus? Okay. Braucht auch ein bisschen, bis das alles gekocht ist. Aber ich finde es gut, dass wir da jetzt mit. Warte mal, wir können eigentlich mal. Was haben wir da? Komm, wir nehmen den 20er Stack mit und sortieren das nochmal um. Dann haben wir das andere Fleisch. Hi Freddy! Alles klar bei dir? Ja, ist heute mal entspannt. Also heute ist einfach nur mal entspannt hier ein bisschen Holz sammeln gehen. Jetzt wollte ich gucken, was ich eigentlich sammeln wollte, mitnehmen wollte. Mit einer Sache wollten wir anfangen. Zum Einschlafen, einschlafen oder einschlagen? Den neuesten Gothic 3-Part an. Aus irgendeinem Grund war Autoplay. Okay. So. Warte mal. Der kann die anderen Kisten da machen. So, Stauraum. Diese hier. Nägel, Holzbretter und Metallplatten brauchen wir. Wir haben hier Holzbretter. Dann würde ich die einmal komplett schon mal mitnehmen. Und in die Säge reinpacken. Wo ist denn die Säge? Da. So. Einen Moment. Ich muss hier einmal kurz raustappen. Oh, okay. Das muss ich dann mal umstellen hier von den Lautstärken her. Das sind nämlich, ich sag mal so, muss ich mal ein bisschen genauer drauf achten. Das ist aber schon einmal so gewesen mit der Lautstärke bei meinen Endcards und so, dass das irgendwie, also das ist irgendwo, glaube ich, bei mir in den Einstellungen drin, dass das für mich, wenn ich das am Schneiden bin oder so, irgendwie gleich anhört. Aber dann, wenn ich das dann irgendwie im Video selber sehe, dass das irgendwie unterschiedlich ist. Irgendwo habe ich Mist gebaut da. Dass das irgendwie nicht. Vielleicht liegt das auch an Sonar oder so. Könnte sein. Nägel. Brauchen wir und Metallplatten, ne? Wo haben wir Schrott? Muss ich jetzt auch nochmal suchen. Wo habe ich das sortiert? Hier haben wir Metallplatten. Ich würde das vielleicht mal umsortieren, dass ich dann die Dinger woanders hinpacke. Da, wo es jetzt hier leer ist. So.
Und die dafür hier rein. Und Nägel packe ich mal da, nach da unten. So, dann habe ich das für Kisten alles hier. Jetzt brauche ich Metallschrott. Wo sind die denn? Irgendwo mussten wir die doch haben oder gehabt haben. Hier ist leer wieder. Hier. Hier haben wir sie. So, da ist der Schmied. Der kann daraus Nägel herstellen. Machen wir 100 und aus dem Rest machen wir erstmal Metallplatten. So, haben wir 120. Wo macht man daraus Metallplatten? Hier, glaube ich, oder? Nee. Hier? Hier. Hier war das. Da brauchen wir Metallschrott und Kohle. Super, dass wir keine Kohle mehr haben. Ja, aber wegen dem Sound, da werde ich definitiv nochmal was umändern müssen. Dann nehme ich die komplett mit. Und pack dich hier mit rein. So, okay. Das heißt, wir machen uns auf die Suche nach Holz. Und Metallschrott. Weil daraus können wir Metallplatten und Nägel herstellen. Und dann nach diesen Dingern hier, also Miasma-Flüssigkeiten. Sowie Miasma-Sporen. Damit wir daraus auch Seelen herstellen können. Jetzt ist nur die Frage, wo haben wir die gelagert? Sind die hier drin? Nein. Hier sind sie. Okay, Sporen haben wir viele. Wir haben hier 50, 100, 150, 200, 250, 300. So. Okay, Miasma Sporen geht in Ordnung. Da haben wir genug erstmal. Das wären schon mal 30 Seelen, die wir machen könnten. So, das heißt, wir gehen erstmal zur Grenzwache Reklam. Da können wir schon mal ein bisschen Schrott einsammeln. Hauen die Leute da kaputt. Achso, und Freddy, weil damit du auch Bescheid weißt, warum ich heute eigentlich streame und nicht morgen. Morgen werde ich es nicht hinkriegen mit dem Stream. Gar nicht. Da werde ich, sagen wir mal so, morgen Abend habe ich ein, muss ich früh ins Bett, sagen wir so. Weil Montag darf ich früh aufstehen und zu einer Beerdigung. Out. Toll. Jetzt. Komm, ich nehme trotzdem mal alles mit. So, da wollen wir hoch und Miasma Flüssigkeit gibt es da unten zum Glück. Ja, bei mir, das ist irgendwie heftig in den letzten Jahren geworden. Ich sag mal so, gefühlt aktuell seit, ich glaube seit 2019 darf ich jedes Jahr irgendwie irgendwen beerdigen oder so. Hier jetzt, jetzt hat ein Kollege, weil er einen kalten Entzug gemacht hat, einen Herzstillstand erlitten, weswegen die Beerdigung Montag ist. Autsch. So, und hier haben wir Holz. Letztes Jahr, da hatte ein anderer Freund von mir Urlaub in Mexiko gemacht und
Keine Ahnung, warum er überhaupt so weit außerhalb der Touristenregion sich irgendwas da angemietet hatte. Aber er wurde da dann halt im Urlaub erschossen. Und da durfte ich letztlich auch nochmal da zu ihm zur Beerdigung. Autsch. So, ich bin gar nicht richtig drinne gerade. So, aber wenigstens haben die Metallschrott. Da war ein Schuss zu viel. Was ist denn das denn für ein Weg? Ach, das führt direkt zu ihm. Was ist das denn? Gnadenloser Angriff. Dann davor das Jahr, also 2022, da ist einmal dann auch meine Katze damals gestorben von meinem Elternhaus, die, und dann noch meine alte Darttrainerin hatte Suizid begangen. Und ist ein bisschen heftig eigentlich in letzter Zeit. So. Und aktuell weiß ich einfach gar nicht, wie ich da umgehen soll. Nee, ist echt nicht normal. Stufe 18, okay. Immerhin. Noch eine Stufe höher. Das ist echt alles nicht normal. Und ja, das ist alles hier bei mir in der Stadt irgendwie. Und ich weiß nicht, man merkt es mir eigentlich auch an, dass ich irgendwie in den letzten Monaten immer merkwürdiger geworden bin. Auch für die Leute, die... Aua. Auch für die Leute, die auf YouTube jetzt zuschauen, so. Sorry für den Deep Talk. Das wird ein bisschen heftig jetzt mit denen. Zwei im Grün, das schaffe ich nicht. Ah, nein. Kann ich die anders loswerden erstmal? Ich glaube, ich muss dann für YouTube auch so eine kleine Triggerwarnung irgendwo am Anfang packen oder so. Ja, aber das ist auch mitunter einer der Gründe, warum ich dann Ende des Monats in Therapie gehe. Weil ich merke, ich bin da psychisch nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so da, sagen wir mal so. Ich merke das auch, wenn ich meine Videos aufnehme oder so, dass ich da irgendwie, klar, noch Bock habe zu spielen, aber eher so ruhiger oder stiller teilweise geworden bin. Oh, so einer ist das. Das wollte ich jetzt nicht. Nein! So. So. Aber ja, es... Oh, das ist auch heftig. So, wenn einer deiner frühesten Kindheitserinnerungen 9/11 war. Da, ist schon heftig, finde ich. So, dann kann man auch irgendwie verstehen, dass man dann da etwas abgestumpfter ist. Ja, ich muss auch sagen, so diese ganzen Themen bei mir, klar, ich bin da auch traurig, so auch wenn man so überlegt, was auch kürzlich gewesen ist, so bei mir in der Familie, dass da irgendwie Probleme gab, sagen wir so, und meine Eltern sich jetzt auch noch scheiden lassen. Klar, ich bin 27, ich bin schon ausgewachsen, da müssten meine Eltern sich eigentlich nicht mehr für mich oder meine Geschwister dann aufzwingen, zusammen zu sein oder so. Aber trotzdem
nimmt es einen schon mit, weil das waren schon lange Zeit Teil der Kindheit. So. Ja, bei mir, ich sag so, geht irgendwie alles drunter und drüber aktuell. Und ich weiß aktuell auch gar nicht mehr, irgendwie mir zu helfen, außer jetzt mit der Therapie. Deswegen mache ich die ja jetzt auch. Und zum Glück habe ich da einen Platz gefunden. So, mal gucken, was passiert. Ziehen wir, wenn wir das kaputt machen. Ah, geil. Geht das überhaupt niemand kaputt? Ja, okay. Da gibt's Spinnen, okay. Nein, das wollte ich nicht. Klar, auf Twitch muss man sich irgendwie komischerweise immer zurückhalten, so. Irgendwie YouTube eigentlich auch. Ich glaube, das Ding kann ich auch nicht kaputt machen. Wird wohl nichts. Ja, ich habe mich für die Therapie entschieden, weil ich mir sonst nicht anders zu helfen weiß. Und ich sag mal so, das, was mir aufgefallen ist, ich bin so jemand, ich versuche immer irgendwie zu helfen oder so. Immer irgendwie hilfsbereit zu sein, wo es geht. Ja, also zu helfen, wo es geht, so irgendwie hilfsbereit zu sein, obwohl es einem nicht, also selber nicht besser geht oder nicht gut geht. Und ich habe da irgendwie auch so eine Angewohnheit, so, dass wenn ich jemandem helfen will, obwohl es mir nicht gut geht, so, dass meine Hilfe nicht wirklich hilfreich ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel irgendwas, raussuche oder sowas. So für jemanden. Dass ich dann da irgendwie nicht das nützliche oder hilfreiche da raussuche. Oh, einer in Grün. Ja. Ich hasse, wenn die sowas wirft. Ich will jetzt aber auch meine Pfeile nicht an die verschwenden. Ich habe nicht mehr so viele. Pfeile müssen wir auch mal machen. Was? Ich habe keine Dings mehr? Du handhabst das wie, ja, wie Valentino handhaben, ist vielleicht auch gut. Okay, das war geil. Das war geil. Beide gleichzeitig gestorben. Nein! Wieso bin ich hier gelandet? Na super. Sind die Sachen dann noch da? Ja, irgendwie schon. Aber mit dem Punkt hast du recht. Irgendwie schon komisch, dass jeder, der streamt oder Creator ist oder sowas, irgendwie einen Knacks im Kopf hat. Da hast du irgendwie recht. Aber ich glaube, gerade diejenigen sehen auch so eine Art Selbsthilfe oder so. Ich weiß nicht, bei. Ich glaube, es war Annie the Duck, glaube ich, die das mal behauptet hatte oder sowas irgendwie. Dass hier Twitch für sie so auch so eine Art Selbsttherapie ist, dass das ihr geholfen hat, so.
Und was auch bei vielen irgendwie zusammenhängt ist, viele Creator, die waren selber mal in der Kindheit gemobbt worden. In der Schulzeit. Zumindest bei vielen. Rezo hat das auch schon mal. Drago! Warte mal, da ist die Sound Alerts gar nicht mehr. Ne, nicht die Sound Alerts, die Twitch Alerts. Nicht mehr drin. So, dann sieht man das jetzt da oben. Ich habe die wieder aus Versehen deaktiviert. Die Sound Alerts habe ich ausgemacht, weil das Live Let's Play ist. Wie geht's hier, Drago? So, ich habe auch gesehen, Drago, ich habe gesehen, du spielst auch, beziehungsweise streamst auch hier, Enshrouded. Ne, warte mal, wir gehen erstmal nochmal nach oben. Wir müssen Heiltränke machen. Jede Menge. Was kriegen wir, was brauchen wir für die großen Heiltränke, die guten Heiltränke? Muss ich auch mal gleich schauen, dass wir dafür die Zutaten zusammen... Jetzt genau gucke ich nicht dahin. So, das nehmen wir mit. Zwei Wochen nach Release hast du das schon auf 100%. Was ist mit dir? Du Wahnsinniger. So. Ich muss aber bei dir auch öfters mal wieder reinschauen. Ich war jetzt in letzter Zeit viel zu selten mal bei dir drin. Muss ich zugeben. Tut mir auch echt leid. Keine Hobby-Sticks. Tut mir echt leid. Ich habe es aber in letzter Zeit einfach irgendwie nicht hingekriegt, bei so vielen Leuten parallel irgendwie dabei zu sein. So, vor allem auch, ich habe es dem Freddy schon ein bisschen erklärt gehabt gerade. Naja, ich bin demnächst ja in Therapie, weil es einfach so rückblickend für mich einfach zu viel wurde, sagen wir mal so, was negative Nachrichten und Situationen und so weiter die letzten Jahre vorgekommen ist, einfach zu viel für mich wurde und ich mir einfach nicht mehr weiter zu helfen weiß. Du streamst heute Abend Elden Ring? Muss ich mal schauen, vielleicht lasse ich dann nachher irgendwie einen Raid bei dir da oder sowas. Obwohl ich eigentlich eher meistens versuche immer den gleichen, das gleiche Spiel irgendwie rüber zu raiden. So, ich will hier jetzt Sachen sammeln. Hier ist ja alles leer. Wir brauchen hier Holz und so weiter. Aber wenn ich heute nachher keinen finde, der Enshrouded streamt, nein, das wollte ich jetzt nicht, gehen wir auf jeden Fall zu dir dann rüber. So, Holz und Schrott brauchen wir. Schrott müsste es hier, glaube ich, geben. Ne, der gibt keinen Schrott. Okay. So, aber Drago, dass du auch Bescheid weißt. Eigentlich, Enshrouded ist ja noch nicht fertig. Ist ja immer noch im Early Access. Da kommt ja noch einiges an Inhalte. Ich weiß nicht, wenn wir hier die Map angucken, das wird ganz kurz gleich ruckeln. So. Es geht ja, ich weiß nicht, wann du es gespielt hattest, aber hierhin geht es ja auch noch weiter. Und hier im Norden sollte ja auch noch was kommen. Achso, wenn es da weitergeht, spielst du weiter. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Muss aber mal nachschauen, wann die nächste Erweiterung kommt, ja. Es soll ja, glaube ich, das nächste, das Eisbiom sein. Die Steppe ist ja da. Nein, nicht den Stein, ich will... Ich will das hier. Ich glaube, ich müsste meine Ausrüstung auch mal auf Kupfer... hier aufrüsten, das ist, glaube ich, alles noch Schutt, was ich habe. Achso, das Ding hat gar nichts gegeben.
Aber was ist das, was ich hier habe? Schutt. Alles Schutt, okay. Ich muss das auch mal auf Kupfer oder Bronze hier erweitern. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? So, das brauchen wir ja nicht. Rüstpanzer des Bogenschützen. Das brauchen wir auch nicht. Ich pack das mal hier hin. So, wir brauchen die Dinger und die Dinger. Sägeblatt brauchen wir auch nicht. Hier gibt es aber noch ein Bett. Von dem gibt es Schrott. Nein! Jetzt habe ich das Bett komplett hinüber gemacht. Okay, das waren Äste. Gibt es hier nicht noch mehr was? Was denn damit? Metall. Ja, komm, Knochen nehmen wir auch mit. Und wir haben ja Fähigkeitenpunkte bekommen, wieder zwei Stück. Holzfäller-Echse versucht 30% mehr Schaden gegen Holzobjekte, einschließlich Bäume. Gut ausgeruht. Für den Ausgeruhtbar wird um 5 Minuten erhöht. Erlöser, du benötigst nur 3 statt 6 Sekunden, um ein Verbinden wieder zu. Das klingt auch super. Ich bin bisher jetzt in diese Richtung hier gegangen. Krieger. Was gibt's nicht hier? Was ist das? Dicker, wie die Betäubungsleiste eines Gegners wird um zusätzlich 20% erhöht. Blutkrieger, erzeuge einen Gesundheitsorb, nachdem du einen Gegner mit einem Schleichangriff oder gnadenloser Angriff besiegt hast. Kräftige Umlenkung. Ich mach das hier mal. Kriege ich mehr Ausdauer. Obwohl das auch eigentlich nicht schlecht klingt. So, ich will jetzt aber mal schauen, wo wollen wir als nächstes hin. Den hier haben wir zum Beispiel nicht gemacht. Da gibt es ja auch diese Lernpunkte, sage ich jetzt mal. Ah, immer diese Frames. Immer wenn ich hier ganz rauszoome, habe ich immer diese Frame Drops. Da hinten auch. Wollen wir nochmal hin. Und hier nochmal. Und da im Norden. Da müssen wir auch nochmal hin. Ne, den haben wir schon. Okay. Aber da hin. Mal gucken, was wir alles noch gesammelt kriegen. Okay, hier gibt es nur Bücher. Kupfer könnten wir auch mal einsammeln. Stimmt. Damit wir brauchen dann nur noch Zinn, wenn wir Kupfer haben. Dann können wir Bronze herstellen. Ich brauche definitiv mehr Ausdauer. So. Ja, aber ich frage mich auch, wie es dann wahrscheinlich bei mir auch persönlich weitergehen wird. Nach der Therapie erst recht. Ob ich da dann irgendwie besser weiß, mit allem umzugehen oder so. Oder irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was ich eigentlich von der Therapie erwarten soll. Ich weiß nur, dass ich das eigentlich brauche aktuell, dass das irgendwie wichtig ist, weil ich mir echt nicht weiter zu helfen weiß.
komm, wir gehen weiter. Ich wollte jetzt nicht die Fackel haben. Apropos Fackel, das ist ja die einfache Fackel. Wir müssten uns auch mal eigentlich hier... nein. Hier war da, glaube ich, Werkstätten. Da haben wir hier was Neues. Was haben wir hier denn Neues? Schreinerwerkzeug. Ah, okay. Die können wir jetzt selber herstellen. Bei ihr haben wir auch was Neues. Kapuze des Scharfschützen. Ein Jägerset. Jetzt will ich wissen, was hier dann Neues kommt. Nach dieser Ritterrüstung und so. Und eigentlich sieht das auch geil aus. Ist schön schwarz-rot. Warum habe ich das nicht gebaut? Das sind ja eigentlich die gleichen Werte hier. Nur dieser Bonus. Hier ist plus 6 Parierkraft und hier plus 13 Chance auf kritischen Nahkampftreffer. Wow, Freddy, das ist sehr hilfreich. Nur mal mit Fröhlichsein versucht. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, ich versuch's einfach mal. Ja, ich bin aber auch so einer, ich versuche vieles mit Humor irgendwie zu überspielen, sag ich jetzt mal. Vor allem, wenn ich... für mich ist das aber schwierig, wenn ich alleine bin, so mit Humor alles zu überspielen oder so. Ich glaube, das merkt man auch den Unterschied so. Ja, Freddy, danke auf jeden Fall. Aber ich glaube, den Unterschied merkt man, wenn ich zum Beispiel mit dir oder mit Kami oder Hel oder hier Brom zu tun habe, Umut auch zum Beispiel oder Neve. Wenn ich mit euch direkt in einem Call bin, also am Quatschen bin, ob nun privat oder im Stream, ich bin ganz anders, als wenn ich dann irgendwie alleine am Stream bin. So, oder zumindest wenn keine Chat-Aktivität bei mir zum Beispiel zu sehen ist, oder wenn ich für mich auf YouTube aufnehme, dann bin ich irgendwie etwas ruhiger und wieso habe ich jetzt gesprungen? Ich hab doch die Sprungtaste nicht gedrückt. Nehmen wir trotzdem alles mit. Vor allem, ich habe das noch nicht irgendwie raus, wie ich quasi diese humorvolle Art auch noch so alleine irgendwie rüberbringe, wenn niemand mit mir da ist. Entweder im Chat oder im Call oder so. Ich weiß nicht warum, ich habe das irgendwie noch nicht raus, aber ich glaube, da merkt man aber auch, dass ich das irgendwie mit der Art Humor, die ich habe, irgendwie versuche, irgendwas zu überspielen, glaube ich. Zumindest habe ich das Gefühl, dass man das merkt. Zumindest ich merke das bei mir selber auch. Doch, manche können das. Manche können eine humorvolle Art quasi auch alleine so haben. Manche können das quasi mit sich selber oder beziehungsweise mit der Kamera reden, wenn die sich selber aufnehmen. So, als wäre das eine zweite Person, die irgendwie... Der man irgendwie einfach nur Blödsinn erzählt oder so, oder irgendwie einen Witz erzählt oder keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Aber manche können das halt. Und die hatte ich mir tatsächlich auch eigentlich, als ich mit YouTube angefangen hatte, sogar als Vorbild nehmen wollen. Nur, dass ich das nicht so hinkriege. So, da unten soll irgendwas sein, was wir suchen. Aber bevor ich ins Miasma gehe, ich gehe erstmal außen rum und gucke, ob ich da das finde. Ach, das ist der Elixierbrunnen, der in der Mitte ist irgendwo.
okay. Nein, das war jetzt doof. So. Und Gnadenstoß. Ich feiere unseren Kampfstil eigentlich aktuell. Ich finde den mega. So, okay. Hier wollen wir runter. Was war denn hier, dass wir hier nicht weitergemacht hatten? Wieso visiert er den da an? Den will ich nicht anvisieren. Ich glaube, er war das Problem. Autsch. So, an die komme ich nicht anders ran. Oder? Doch. Hätte ich so rankommen. Okay. Also, erstmal auf eine Bandage wieder. Weg damit. Alter, wie viel ist denn hier von denen? Von diesen Giftpilzen. An die kommt man auch nicht anders ran. Warum müssen die immer so laut schreien? Ah, warte mal. Ich glaube, ich habe wieder was vergessen hier einzustellen. Ich habe gerade gesehen gehabt, dass die Lautstärke bei OBS für das Spiel irgendwie nicht so gut war. Das war fast gar nicht zu hören. Seit 40 Minuten. Wo muss ich lang? Wo ist denn die Wurzel? Erstmal Flüssigkeit und Mützel. Da haben wir sie. Ah, ich glaube, ich weiß, warum ich hier nicht gemacht. Bei so einer Armee. Aua. Ich glaube, ist vielleicht doch noch ein kleines bisschen zu laut. Mach ich so. So, ich nehme hier alles mit. Weil die Sporen können wir auf jeden Fall gebrauchen. Denn die brauchen wir, um Miasma-Seelen herzustellen.
Hier fehlt noch einer. So, dann haben wir den hier jetzt auch erledigt, erfüllt. Wollen wir mal in die Richtung gehen? Nekropolis, hier fehlt ja noch was. Oder gibt es hier sonst noch irgendwie was, was fehlt? Was noch gemacht werden muss? Ich weiß es nicht. So, der große Almanach der Pflanzen und Setzlinge für die Bäuerin finden. Gerbereistation benötigt. Südliche Karawane. Da waren wir noch nicht. Obwohl, da waren wir schon, aber noch nicht richtig hin. Die Bitte des Schmieds. Schrein der Flammen. Was haben wir denn da? Ein schwarzer Kessel für den Alchemisten. Den müssen wir auch noch finden. Ich glaube, der komplette Osten hier unten. Das ist hier schon... Das soll der Canyon sein, oder die Steppe, oder wie man es auch nennt. Hier fehlt auch noch was. Und das Ding haben wir, glaube ich... Doch, den haben wir. Okay. Fehlt jetzt nur noch im Süden und im Norden. Im Westen und im Norden. Reisen wir dahin, zu der Warte. Freddy, falls du noch da bist, mal eine ganz komische Frage. Was würdest du sagen, wenn man auch mal irgendwie so ein Just-Chatting-Format macht, so dass man einfach irgendwie mal so mit euch zusammen da ein bisschen quatscht und so, so ähnlich wie die Neve das immer macht. Die macht ja auch immer Just-Chatting. Weißt du, wo ich gelandet bin? Das Chatting kommt immer gut an, meinst du? Ja, ich bin auch am Überlegen. So, eigentlich, ich bin nicht groß genug oder relevant genug momentan. Also weder auf YouTube noch auf Twitch, dass man, glaube ich, mir da irgendwie zuhören will oder zugucken oder so. Aber ich könnte mal die Nie fragen, wie sie das mit dem Just Chatting gemacht hatte, angefangen hatte. Denn ich hab das schon doch irgendwie ein bisschen Bock, einfach mal mit Leuten zu quatschen. Auch mal, vielleicht jemanden mal in so ein Gespräch mit rein zu holen, im Call oder so. Also in Discord dann, über Discord dann zu telefonieren. Und dann mal gucken, so, so, wo dann über, keine Ahnung, die Welt reden, was weiß ich. Ich bin ja eh ab jetzt, auch offiziell für 2 Jahre nicht mehr verpflichtet zu arbeiten wegen dem Projekt da. Also da kriege ich jetzt zum Glück Gelder vom Staat, so wie dann die Filmförderung, meine ich. Jetzt kein Bürgergeld oder so für die auf YouTube, die denken, ich bin jetzt auf Bürgergeld oder sowas. Nein, ich krieg Geld von der deutschen Filmförderung für das Projekt da. Für das Filmprojekt, was ich mache, wegen Elder Scrolls. Und dann das auch noch für 2 Jahre. Kenne ich die Burg? War ich hier schon? Ich glaube, ich kenne das nicht. Ich hier gibt Schrott. Und er steckt fest. Ja, der wäre anvisiert. Okay, die gehen aber auch. Ach, da oben. Da oben ist noch einer. Wie komme ich zu dem? Hier.
So, aber ich müsste mal dann die Neef mal anquatschen, nachfragen, wie das mit Just Chatting läuft, wie das funktioniert, wie fängt man da am besten an und worüber man quatschen kann oder so. Weil... Komm, Hundi, komm raus. Wo kommt der denn her? So. Gestern, ich wollte eigentlich, das hatte ich auch am Anfang der Folge, so der Aufnahme hier, versucht zu erklären. Ich hab einen zweiten Charakter ja gemacht, die ich eigentlich aufleveln will. So. Um für das hier, für dieses Let's Play, also Live-Let's Play, hier einfach nur Ressourcen zu sammeln und so weiter, damit ich das eigentlich nicht im Stream und in der Aufnahme machen muss. Habe ich dann... hier ist ja noch einer. Habe ich dann einfach einen zweiten Charakter angefangen gehabt. Aber die ist... also der zweite Charakter ist noch nicht weit genug, dass ich wirklich hier mich dann rein um Ressourcen sammeln soll. Kümmern muss, kann. Aber keine Sorge, mit dem zweiten Charakter, da feste ich nichts voraus. Ich sehe jetzt gerade gar nichts. Gibt es hier irgendwo ein Bett? Wölfe auf jeden Fall jede Menge, aber ein Bett habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich steck hier fest. Keine Ahnung, wie ich da jetzt feststecken konnte. Ich glaube, da muss ich rein. Kann das sein? Ich glaube doch nicht hier rein. Super. Hat sich voll gelohnt. Okay, Harz haben wir auch noch einen gesehen. Wo? Ich muss... Okay, ich muss wahrscheinlich über diesen Berg hinweg oder hier entlang. In dieser Richtung zu kommen. Meine Waffe ist aber auch bald hinüber. Vor allem hier sind aber auch noch einige leere Flecken auf der Map. Hier auch nochmal. Kann sein, dass da auch noch irgendwie was versteckt ist oder so. Hier auf. Was fehlt denn hier? Leuchtenstein. Hier auch noch mal. Wir müssten eigentlich auch mal die Map aufdecken. Aber ich wollte heute auch später einfach mal anfangen mit dem Bauen. Einfach mal hier unsere Hütte da. Endlich mal aufwerten, sagen wir so. Dass das zumindest ein bisschen heimlicher aussieht. Wir müssen auch was für unsere Ausdauer tun. Das kann doch nicht sein, dass es so miserabel ist. Hier geht's nicht hoch.
frag mich, was ist denn da hinten eigentlich bei Necropolis? Was suche ich denn da? Und Necropolis, da waren wir auch, glaube ich, vor 2 Wochen oder so. Und auch im Dunkeln waren wir ja dahin gekommen. Das erinnere ich mich. Wenn du wüsstest, wie viele D-Abos ich auch zur gleichen Zeit da irgendwie bekomme oder so. Klar, Tendenz ist nach oben, was YouTube angeht. Aber ich krieg auch genauso D-Abos, also... Aber mach dir da keine Sorge, das wird auch bei dir mit der Zeit kommen. So. So. Komm, wir machen die beiden fertig. YouTube ist halt so eine Sache. Ich habe ja auch vor einer Woche mit Neve zusammen bei ihr im Stream ja so eine Art Podcast, kann man sagen, gemacht. So ein bisschen Deep Talk und so weiter. Mit einem etwas größeren YouTuber, den ich weiß nicht, vielleicht kennst du den. Oder auf YouTube, vielleicht kennt ihr ihn auch. Den lieben Mottenmann, der immer so Guides macht und so. Der es auch richtig schnell geschafft hatte, erfolgreich zu werden auf YouTube und so. Und, ah, hier ist so eine Wurzel, okay. Und YouTube ist halt so eine Sache. Man muss das schon irgendwie entweder rausstechen. Und irgendwie eine Nische bedienen. Ansonsten ist ja alles andere mit dem Markt ja überfüllt auf YouTube. Deswegen... dauert das halt auch immer, wenn man etwas macht, was, wo der Markt überfüllt ist, bis man da wächst. In einem Punkt aber bin ich mit ihm nicht einer Meinung gewesen, hatte ich aber auch nicht im Stream gesagt, weil ich da irgendwie eher mehr lernen wollte, statt hier meinen Senf dazugeben. Aber einer Sache, da bin ich definitiv nicht seiner Meinung. Das ist daran liegt, dass man eine Frau ist oder sowas, dass man schnell erfolgreich ist oder nicht. Klar, bei den meisten oder bei vielen liegt das vielleicht wirklich nur daran. Kann sein. Aber nicht. Aber das ist nicht der Regelfall. Weil ich kenne auch genug andere weibliche Streamer oder YouTuberinnen, die. Die deutlich länger dabei sind als beispielsweise ich oder Hel oder Neve oder sowas. Und die auch regelmäßiger was machen, aber die einfach nicht wachsen. Eine zum Beispiel habe ich auch schon jetzt vor kurzem entdeckt, die ist länger dabei auf YouTube als ich. Und hatte gerade mal... warte mal, ich schreib dir einmal ganz kurz hier in den Chat, wen du mal angucken sollst. So. Die schau sie dir mal an. Klar, die ist immer noch größer als du oder ich. Aber ich sag mal so, sie stagniert bei diesen Zahlen jetzt schon seit 2 Jahren. Da ist nichts Neues bei ihr rumgekommen. Obwohl sie eine Frau ist. Jetzt ist die Frage, kommen wir hier irgendwie hoch? Gibt es hier einen Weg?
glaube, hier kommen wir nicht hoch. Hey, was, also ich sage, da gehört viel, viel mehr dahin. Also dazu. Und, okay, in einem Punkt, da muss ich dir jetzt aber auch recht geben, so, als Frau, da hat man sehr oft viele Männer, sogar sehr, sehr komische Männer da. Ja, du sagst es jetzt auch. Stimmt. Und diese, die erhoffen sich alle. Aber da hatte ich auch, das war jetzt auch wiederum irgendwie, da war ich wiederum bei Mottenmann auch wieder selben Meinung. Weil oft die Männer, die dann bei diesen Frauen sind, die erhoffen sich alle was. Die erhoffen sich so, dass da die Streamerin oder die YouTuberin oder so diesen einen Typen da, hier aus dem Chat davon, keine Ahnung wie viel, immer unterschiedlich wie viele, so irgendwie auserwählt und mit diesem dann irgendwie zusammen sein wollen oder sowas. Das finde ich auch irgendwie ganz komisch, ganz weird. Aber... Warte, da leuchtet was. Was leuchtet da? Ich wünschte, ich könnte hier erkennen, wo ich bin. Ring der Habgier. Brauche ich nicht. Da ist eine Hütte. Ich hoffe, da ist ein Bett drin. Ich hätte schon gerne wieder Tag. Hier ist kein Bett. Freddy, kannst du mir einen Gefallen tun und ein Bett spawnen lassen? Okay, Freddy, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da werde ich ja attackiert. Ah, ich weiß, wo ich bin. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Spawnbett. Oh, ich müsste auch eigentlich mit Nick wieder 7 Days spielen. Beziehungsweise ich könnte sie auch mal fragen. Da kommt sie. Hier ist kein Bett. Ich brauche ein Bett. Oder so ein, ich wollte schon fast wieder. Jetzt brauche ich kein Bett mehr. Jetzt brauche ich aber zumindest so ein Amboss. Und ich wollte vorhin fast Bügeleisen haben. Da hat mich Hehl ein bisschen angesteckt, was den Begriff angeht. Dass ich zu dem Amboss Bügeleisen sage. Passiert mir hin und wieder auch mal. Hä? Wieso habe ich über den Boden gegleitet? Ich glaube, hier müsste irgendwo sowas sein. Oh, hier gibt's Bomben. Perfekt. Jetzt sehe ich gerade gar nichts. Jetzt. So, in die Richtung muss ich. Meine Zombiephobie? Du meinst jetzt wegen Gothic, ne? Also so eine richtige Phobie war das jetzt nicht. Ich sag mal so, es war einfach zu viel. Ich habe aber gesehen gehabt, heute kommt die... nein! Nein!
Ich hatte keine Ausdauer mehr. Wieso hatte ich keine Ausdauer? Ich glaube, weil ich zu früh gesprungen bin, ne? So, hier kriegen wir nochmal 7%. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, es war eigentlich keine richtige Phobie, sondern es wurde mir einfach irgendwann zu viel in Varant da. Mit den, dass das einfach irgendwie nur dasselbe war. Von daher hatte ich dann erstmal. Ah, das ist heute irgendeine Folge. Stimmt. Heute kam die Folge, wo ich einen kurzen Ausflug nach Nordmar gemacht hatte. Stimmt, das war das. Wo ich gedacht hatte, ich wäre schon bereit für Nordmar und dann so festgestellt, ich bin noch nicht bereit für Nordmar. Und dann wieder umdrehen musste. Obwohl, ich habe es hartnäckig da in der Folge versucht durchzuhalten, das muss man sagen. Ich hab hartnäckig versucht, es in Nordmar zu schaffen. Und bin erfolgreich gescheitert. So, jetzt einmal kurz gucken. Ich laufe in die falsche Richtung. Ich muss da rum. Auf die andere Seite des Hügels. Berges. Ne, so komme ich hier nicht hoch. Aber so. Ja, mit gewissen. Mit gewissen Möglichkeiten. Also. Wenn man das System ein bisschen aus. Jetzt. Habe ich einen Mist gebaut. Aber man kann das System ausnutzen. Ja. Kann es ausnutzen, das System. Nein. Ja. So. Da wollte ich hin. Meine Sachen abholen. Trick 17 nennt man das, glaube ich. Auf diese Art einen Berg hochzukommen. Was haben wir denn hier? Ach so. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Da kriegen wir keinen neuen Dingspunkt. Ich sag mal so, bis Ende März habe ich ja genug Folgen aufgenommen gehabt, so ein bisschen vorproduziert, was Dingens angeht. Und so was Gothic angeht. Das heißt, das Kampfsystem, das ich das, was ich nutze, was ich da mache und so weiter. Ich habe erst relativ spät gelernt, wie man es richtig machen sollte. Oder beziehungsweise noch nicht einmal wirklich. Jedes Mal zur neuen Aufnahme, ich vergesse, was ich gelernt habe. Ich kann aber dir schon mal so weit verraten, ich habe jetzt nach Varant mich auf den Weg gemacht Richtung Faring und bin da aktuell. Mehr werde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen oder spoilern oder wie auch immer. So, mein Grabstein müsste hier sein, da. Wieso fliegt mein Grabstein? Ja.
Hier muss aber irgendwo ein... jetzt wollte ich wieder Bügeleisen sagen. Ein Amboss sein. Hi Strapse, alles klar? Wie geht's dir denn? So, So, hier kommen jetzt gleich die Bienen. Strapse! Danke für 5 Monate. Also, ich weiß immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Wirklich, ich bin... Und ich kann es auch irgendwie nicht realisieren, dass ich schon wirklich ein halbes Jahr auf Twitch schon den Affiliate habe. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass ich das auch endlich mal geschafft habe. So, weg mit euch Bienchen. Jetzt brauche ich aber dringend irgendwas zum Reparieren. Ey, bitte macht das nicht wie bei Neve, bitte, wirklich, also, du würdest, also, ich würde hier zusammenbrechen, wirklich. Also, ich hab schon Neves Reaktion gesehen gehabt, und so wie sie da reagiert hat, also schon gestern da mit diesen 100 Subs, da bin ich schon so von, also gleichgestellt quasi, wenn ich nur einen bekomme. Bitte nicht, nein. So, ich brauche ein Bügeleisen. Jetzt habe ich wirklich gesagt. War der nicht hier? Da ist er. Ja, bei mir soweit gut. Ich habe nur vorhin einmal erwähnt, ich bin ja Ende des Monats hier selber dann für 2 Wochen weg in Therapie, weil in den letzten Jahren, sagen wir so, ein bisschen viel wurde, was mich psychisch belastet, sagen wir so. Und ich einfach nicht mehr weiß, wie ich alleine damit umzugehen habe. Deswegen bin ich dann in Therapie, damit mir mal geholfen werden kann. Und man merkt das ja auch tatsächlich, glaube ich, wenn man vergleicht meine Motivation als Beispiel jetzt von den ersten Folgen, die ich überhaupt jemals rausgehauen hatte, mit denen von heute. Damals, ich sah viel, viel motivierter aus. Obwohl ich heute eher, kann man sagen, eigentlich viel, viel mehr Spaß dran habe, YouTube zu machen und Twitch. Aber einfach der psychische Stress einfach zu viel wurde in den letzten Jahren, sagen wir so. Nur die Qualität meiner Videos damals, von vor fast 2 Jahren. Was tun her? War halt nicht das Gelbe vom Ei. Das ist ja noch eine. So, ist die Waffe hinüber? Oder kann ich die noch weiterhin benutzen?
Die ist, ihr seht das ja auch, die ist da unten eigentlich schon durchgestrichen, aber ich habe die noch in der Hand. Ich weiß jetzt nicht so recht. So, hier sammeln wir auch mal alles mit. Ein. So, wie viel Schrott haben wir jetzt? Ja, 95 insgesamt. Und Holzscheite haben wir... Ich sehe die Holzscheite gerade gar nicht. Machen wir weg. Das machen wir auch weg. Haben wir noch ein bisschen Platz. Da sind sie, 104. Danke, Freddy. Psychischer Stress. Wann ist das Bild weg? Du meinst die Serie? Ich sag mal so, oh, hier brauchen wir nichts mehr. Ich sag mal so, ich gönne mir, also ich will jetzt mir erst einmal ein Weilchen Pause gönnen. Und gucken, dass ich irgendwie mit mir selber wieder irgendwie ein bisschen im Reinen komme, würde ich mal behaupten. So, erstmal mein Schwert reparieren. So, hier packen wir auch nochmal das Holz rein. Spezialgegenstand erhalten. Hä? Was für Huhn? So, und hier packen wir die mal rein. Ah, Strato, du warst für 2 Tage für eine Seelsorgeschulung. Also, heißt das, du machst jetzt professionell Seelsorge oder hast du vor, das zu machen? Hierfür habe ich nichts. Mit heute waren es 3 Tage dann. Boah, Respekt auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, wie ich mit den Problemen anderer umgehen müsste oder könnte. Also, wenn, also hauptberuflich. Wenn es Freunde sind oder sowas, klar, hin und wieder irgendwie versuchen zu helfen oder so. Auch wenn ich es gestern, als ich Hel helfen wollte bei ihrem Stream, es richtig verkackt habe, richtig verbockt hatte, weil ich nicht vernünftig gelesen habe, so was sie da haben. Haben wollte oder brauchte oder sowas. Habe ich es richtig verkackt und war dann keine Hilfe. Wofür ich mich bei ihr noch richtig, also noch vernünftig entschuldigen will. So, hier, das machen wir auch noch voll. Erdbeeren haben wir nicht. Haben wir sonst noch irgendwie? Davon haben wir nichts. Davon haben wir ein bisschen was. Der hier ist leer. Hier haben wir noch Indigo. Ey, es tut mir leid, dass ich hier gerade die ganze Zeit sehen dürfte, wie ich hier jetzt alles am Sortieren bin. Hier haben wir nichts, was wir brauchen. Myzel haben wir. Ah, hier haben wir das Erz. Und hier die Knochen. Ich glaube, ich nehme die mal da raus und pack die woanders hin. Hm. Ah,
Du bist mit traumatisierten und Drogensüchtigen ehrenamtlich beschäftigt gewesen immer? Oder bisher? An sich, ich finde sowas spannend, auf jeden Fall. Aber wie läuft sowas denn ab eigentlich? So, wenn ich mal fragen darf. Boah, ich muss ja ganz genau überlegen, wie ich die Frage stelle. Weil ich mir da jetzt gerade nicht. Das ist die falsche Kiste. Ich wollte eine leere Kiste da reinpacken. Hier ist leer. Hier packen wir die mal rein. So, ich muss mir da ganz genau überlegen, wie stelle ich die Frage, irgendwie, ohne dass es falsch klingt oder rüberkommt. 3 Jahre machst du das schon. Auf jeden Fall großen Respekt dafür, weil es ist schon, ich finde, das ist schon ein harter Job, weil man beschäftigt sich ja mit der Psyche anderer. Und dann müsste man eigentlich auch irgendwie, ohne jetzt böse oder falsch klingen zu wollen, müsste man da, glaube ich, auch dann irgendwie so einen Knacks haben, sag jetzt mal so am Ende. So. Braucht man dann da eigentlich auch einen eigenen Therapeuten dann, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat? Oder ist es immer unterschiedlich? Manche können das abhaben, andere wiederum nicht. Ich kenne mich da zu wenig mit der Materie aus, muss ich ehrlich sagen. So, hier können wir nicht weiter aufwerten. Minzpilz, Fleisch, fossiler Knochen, Funken, Ammoniakdrüse, Finnerz, Rohobibus und Blutmonstrosität. Die befinden sich eigentlich hier irgendwo, meine ich. Schon im Osten. So, was haben wir hier? Die südliche Karawane. Aber hier haben wir noch einen Fleck, was wir noch nicht erkundet haben. Das ist nicht weit von mir. So, wir gehen da hin und sammeln da eigentlich eher ein. Wir machen ja heute eher entspannt, ruhig, größtenteils nur sammeln, keine großen Quests. Und was in YouTube dann wahrscheinlich sein wird, so wahrscheinlich die nächste oder übernächste Folge, wir dann angefangen da zu bauen. Und für Twitch ist das alles noch heute, sagen wir so. Wieso? Ich laufe davon weg und nicht dahin. Ich bin echt doof gerade. Aber ich glaube, man merkt auch gerade wirklich, ich bin mit dem Kopf irgendwo ganz anders. Es ist eine WG, in der alle wohnen und arbeiten. Dort wird versucht, dass sie wieder ein geregeltes Leben haben. Da gibt es auch Gespräche und manchmal wollen die Jugendlichen mit mir Gespräche führen, weil sie Vertrauen zu mir haben. Ich persönlich könnte auch jederzeit einen Seelsorger haben, wenn ich einen bräuchte, was zum Glück noch nicht nötig ist. Aber ja, ich war selber in dieser WG, weil ich auch. Okay, mein Respekt dafür und größte Ehre an dich dafür, dass du diesen Weg dann entschieden hast, selber nach diesem Problem so diesen Weg einzugehen. Wirklich, also da bin ich sprachlos. Und ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll, wirklich. Also, und
auch wirklich großen Respekt da, dafür, dass du es auch geschafft hast, aus den Problemen, die du hattest, auch noch rauszukommen. Da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Und dass du dann jetzt Jüngeren hilfst, da auch selber rauszukommen. Die das selber lieben. Ich glaube, das ist auch dann deutlich einfacher, gerade auch für so Jugendliche, wenn die jemanden zum Reden haben, der dasselbe durchgemacht hat, wie die gerade durchmachen, kann das dann deutlich mehr helfen, als wenn jetzt da irgendwie irgendjemand, der nicht in derselben Situation war und denen dann irgendwie erzählen will, hier, das musst du so und so machen oder sowas. Ich find das echt krass, wirklich. Und auch einfach dafür meinen größten Respekt an dich, Strapse. Ja, Ich weiß nicht, ob ich sowas eigentlich könnte, aber ich bin tatsächlich froh, dass es Menschen wie dich gibt, auf jeden Fall, die anderen helfen wollen und können. Und da muss man auch irgendwie unterscheiden. Manche wollen zwar helfen, können aber nicht, und andere können und wollen wiederum nur nicht. Das ist Das glaube ich dir auf jeden Fall, dass du die Leute da auch ins Herz geschlossen hast. Wo bin ich hier jetzt eigentlich? Was ist das? Das ist eine neue Höhlenpassage, die ich gefunden habe. Ah! Es tut mir auch leid, dass ich immer irgendwie so zwischen zwei Themen immer wieder hin und her springe. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich bin einfach so, der immer mitten im Gespräch so 13 verschiedene Themen anfängt. Okay. Was auch immer das war, ich weiß es nicht. So, wieso geht der gelbe Punkt da nicht weg? Nein, das wollte ich nicht, ich wollte den löschen hier. So, ich glaube, den hatten wir auch noch nie eingesammelt. So. Hauen wir kaputt. Und geht ja auch. Ich glaube, ich bin momentan so. Ich möchte irgendwie ein bisschen so. Ich bin in so einer Deep Talk-Laune. Ich weiß nicht warum. So, einfach weil ich. Irgendwie bei mir aktuell dreht sich vieles, sagen wir so. Also emotional nicht gerade so top. Ja, hi Nicole. Ja. Mhm. So, ich weiß, ich rede halt gerne. Aber aktuell, ich weiß nicht, Nicole, mir müsste das ja auch schon aufgefallen sein, sodass ich zumindest, was YouTube angeht, nicht mehr so gesprächig bin. Ich bin jetzt auch gerade sehr dankbar, dass gerade so viele Leute hier jetzt bei mir schreiben. Klar, schreib mir mal, wegen Montag. Wegen Montag ist ja auch erst heute der Stream und morgen fällt er ja dann aus. So. Achso, Strapse, dann jetzt kannst du auch endlich mal hier
die Nicole kennenlernen. Einer meiner besten Freundinnen. Die Koala jetzt. So. Nicole, wenn ich nachher kurz Pause mache oder so, ich schaue da definitiv mal rein, gleich auf WhatsApp und antworte dir mal eben. Und ja, ich habe mir wieder WhatsApp gemacht, für die, die es noch nicht wissen, so. Ich hatte eine Zeit lang kein WhatsApp gemacht, ist deinstalliert, weil ich da irgendwie, ja, sagen wir so, ein bisschen genervt gefühlt habe, weil ich da von sehr vielen unbekannten Leuten angerufen wurde über WhatsApp. Weil das noch die eine Nummer war, als ich noch für Vodafone gearbeitet habe. Und da ist dann irgendwie diese Nummer einfach random an irgendwelche Leute dann wahrscheinlich weitergereicht worden. So. Und ich hoffe, ich kriege jetzt erst einmal wieder Ruhe. Nein, nein, nicht runterfallen. Autsch. Ja. Ich bin aber auch froh, dass ich nicht mehr für Vodafone arbeite. Ich konnte mich damit nicht mehr oder sogar noch währenddessen nicht identifizieren, weil ich selber eigentlich Vodafone-Kunde bin auch. Ich habe Internet von Vodafone. Und ja, genau, die wussten, dass ich gerne rede, genau. Finde ich schön, wenn die Nummern, die einen anrufen, nicht einmal eine deutsche Vorwahl haben. Oder nicht einmal aus Holland, Schweiz oder Österreich. Wahrscheinlich einfach bei irgendwelchen Leuten, die aus dem Ausland kommen, so einen auf Facebook oder was weiß ich wo anschreiben und dann so nach Nummer fragen, wurde einfach wahrscheinlich meine Nummer weitergereicht da. Deswegen, ich gehe auch von aus, wenn das wieder vorkommen sollte, wechsle ich noch einmal die Nummer. Du spielst gleich Elden Ring. So, ich bin jetzt am überlegen, wie komme ich da jetzt hoch? Wieder hoch. Ich glaube, darum kann das sein. Von der anderen Seite. Irgendwo muss es doch einen Weg geben, oder? Hier. Ah, es war hier unten die ganze Zeit. Okay, es war nicht oben, es war hier unten. So. Dessen Magie nehmen wir nicht mit.